So, Freunde, willkommen zurück zu Europa Universalis 4 Emperor mit Brandenburg. Der Krieg ist vorbei in der letzten Folge und ja, wir erholen uns ein bisschen, sparen Geld, haben in unsere Infrastruktur und Handelsstärke, Wirtschaft und natürlich Rekrutenreserve, also in allen Bereichen investiert und werden da stärker, bauen ein bisschen unsere Schulden ab. Der erste Reichsverfall ist passiert und das heißt, wir stimmen dafür, der läuft ja noch. Wir stimmen dafür, dass der Kaiser 30 Jahre Zeit hat, so viele italienische Nationen wie möglich zu zügeln, damit diese im Reich bleiben. Ansonsten wird das hier eintreten, dass gezügelte italienische Nationen im Reich verbleiben, alle anderen rausfallen. Die Mehrheit ist im Moment dafür. Das ist sehr, sehr interessant, also eine sehr schöne Mechanik. Das mag ich sehr gerne, dass ja, diese Abstimmung auch stattfinden auf dieser größeren Ebene mit diesem übergeordneten Kaiserreich. Finde ich sehr, sehr cool. Und wir machen da weiter. Mit unserem Zwei-Sterne-General. Wir haben 14.000 Mann, die wir eigentlich erstmal auffüllen lassen wollen. Geld sparen wir etwas. Ich könnte eigentlich. Ich überlege gerade. Was ist das denn hier? Wow, 19. 19 Rebellen. Das ist ja zwei Drittel der Armee. Hier sieht es schlecht aus. Oh, die sind raus. Sind aber noch im Bündnis. Warte mal, wenn ich jetzt Krieg erklären würde. Ja! Das ist perfekt. Böhmen ist nicht. Die sind noch im Krieg. Jawohl. Wir haben nämlich Kriegsmüdigkeit, besetzte Provinzen. Sehr, sehr schön. Wir würden Köln noch mitbekommen. Österreich leider nicht. Pfalz leider auch nicht. Auch mit Versprechen von Land. Wow. Mecklenburg. Okay, das heißt, wir hätten dann, ja, 22.000 gegen 14.000. Mecklenburg und Livonischer Orden. Das ist schwierig. Wir haben 11.000 noch, keine Rekrutenreserve. Ah, der Livonische Orden ist dann auch sehr stark. Die haben immer relativ viel. Naja, Mecklenburg wäre interessant. Man könnte sofort Mecklenburg einnehmen. Wir haben eine Festungsstufe nämlich in der Hauptstadt Rostock. Schade. Das wäre. Ach, hier geht das. Bis 61, also ein Jahr. Genau, ein Jahr läuft dieser Reichsverfall. In dem. Na, wie heißt es? Im Reichstag, genau. Embargo verhängt. Haben wir irgendwo ein Embargo zu laufen? Nee. Sehr schön. So, dann werden wir mal gucken, was wir für Missionen machen können tatsächlich. Ansbacher Nachfolger. Ansbach. Und Ansbach ist. Ansbach? Wo ist denn Ansbach? Ah, hier unten. Okay, das ist natürlich dann Quatsch. Globale Dominanz. Ach, Sachsen. Ah, in Sachsen die stärkste Handels. Macht. Das ist natürlich schwierig. Hier sind wir gut aufgestiegen von 1,3, glaube ich, auf 1,54. Wenn ich mal gucke, ja, das haben wir natürlich runtergefahren, hier hochgefahren. 4,4135. Wir wollen in Sachsen die stärkste Handelsmacht werden als Mission. Was würden wir dafür bekommen? 30 Prestige für 20 Jahre, Handelseffizienz 15%. Das ist schon ziemlich krass. Das ist schon ziemlich krass. Was machen unsere Stände? Ja gut, wir müssen hier auch was bauen. Und das will ich noch machen. Da haben wir nicht mehr so viel Zeit. Bis 70, glaube ich. 75. Also noch fast 15 Jahre haben wir Zeit in Stralsund hier oben. Die Provinz mit Gebäuden zuzupflastern. Und das möchte ich auch gerne machen. Die Armee. Ja, wenn sie auf 14 ist, werden wir die Kosten reduzieren. Stettin, das ist hier, hat uns beleidigt, okay. Oh, und hier ist was passiert. Hier ist was passiert. Frieden, da ist es. Böhmen tritt Brünn. Brünn ist hier. Olmütz. Keine Ahnung, das heißt ja jetzt auch anders. Das muss hier irgendwo dann auch mit sein. Also 1, 2, 3, 4 an Ungarn ab. Oh, eine starke Schwächung. Opole ist hier gewesen, tritt
Ratchiborz und Opole an Ungarn ab. Wow. Und Böhmen beendet die Vasalierung von Opole. Das ist das kleine Ding hier. Und 39 Dukaten. Also sehr, sehr schmerzhaft. Jetzt gucke ich mal hier Böhmen. Sehr, sehr schmerzhaft für Böhmen hier. Der Krieg gegen Ungarn. Wow. Erfreut. Bessern wir doch mal die Beziehung. Wir haben leider nur noch zwei Diplomaten. Und oh, Österreich ist gleich auf mit uns. Das ist schlecht. Ich werde Köln mal wieder ein bisschen stärken. Okay. Ja. 18.000, 2.000 Rekrutenreserve. Ganz schön ausgebrannt. Und es sieht so aus, dass es so bleiben wird ungefähr. Die meisten Fürsten, die meisten Reichsfürsten stimmen dafür. Und Brescia und oder Brescia und Bergamo sind dann wahrscheinlich raus. Ja, aus dem Heiligen Römischen Reich. Warte mal, gibt es denn... Ja, es gibt wieder den Kuhfürsten Utrecht. Würde ich mal mit reinnehmen. Bündnis akzeptiert. Polen mit dann... Oh! Was ist denn hier passiert? Eieieiei. Oh! Die Preußische Konföderation, was ist... Danzig hat sich abgespalten. Was ist das denn? Wow! Moment, Leute, was geht denn hier ab? Das ist ja Wahnsinn. Utrecht. Lass mich nochmal kurz ins Reich gucken, Utrecht. Ja, wir könnten tatsächlich das hier beenden. 5 Tage. Ich mache nochmal kurz weiter. Ich will den nur hinschicken. So. Beziehung verbessern. Gucken wir uns das doch mal genau an. Das ist ja richtig krass. Also, wir haben natürlich einen Eroberungskriegsgrund gegen Danzig, weil das unsere Anspruchsprovinzen sind. Der deutsche Orden hat Danzig den Krieg erklärt. Rückeroberung. Wow. Dann kann ich jetzt tatsächlich den deutschen Orden den Krieg erklären. Das ist ja... Ich schicke dir mal erstmal dahin, nach Stolp. So, sie berichten von dem Ereignis, die Preußische Konföderation sucht polnische Unterstützung. Wobei sie den möglichen Optionen, sie haben unsere volle Unterstützung in den Kampf gewählt haben. Warte mal, wie kriege ich denn das jetzt nochmal hier? Was ist denn das hier? Danzig, wie? Warte mal, Institution gefördert. Habe ich hier noch ein Log unten? Schade. Warte mal, was ist das denn? Die sind verbündet mit Polen. Das heißt, der deutsche Orden ist im Krieg. Teutonische Rückeroberung von Danzig. Im Krieg mit Danzig. Und wenn ich jetzt Danzig auch den Krieg erkläre, sind jetzt erst verbündet. Unabhängigkeit garantiert von Polen. Wow. Das ist ja... Und wenn ich jetzt denen den Krieg erkläre, Mecklenburg, Böhmen... Livonischer Orden. Warte mal kurz. Da muss ich mal gucken. Also, der deutsche Orden ist im Krieg mit Danzig. Und Danzig ist im Krieg mit deutscher Orden und Livonischer Orden. Sehr interessant. Tatsächlich kann ich da auch gar nicht so viel machen jetzt. Weil die Bündnisse noch zu stark sind für uns. Wow. Aber das ist ja... Aber wie ist das gegründet worden? Das ist wahnsinnig interessant. Jetzt sind sie im Krieg. Jetzt sind sie mit im Krieg. Und Moldawien auch. Okay. Sehr, sehr interessant. Die Frage ist jetzt, was machen wir da jetzt? Böhmen. Dänemark. Warte mal, mit wem sind die denn? Okay, dann machen wir das. Ja, das ist nicht gut, obwohl der Livonische Orden natürlich zu tun hat. Böhmen, die werden jetzt auch wieder mitmachen. Schade. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Eieiei, was kann ich denn hier machen? Dänemark. Ja, gut, die sind da natürlich... Dänemark, Polen und Braunschweig. Können wir vergessen. Ja. Nee. Schade, wir kommen hier nicht weiter. Wir können Lüneburg erobern. Und Anhalt.
Was machen wir denn? Ich werde mich da oben mal aushalten, das ist sehr interessant, aber ich kann. Nein, also ich kann mir hier leider nicht. Polen wird mit reinkommen. Kann ich mir nicht erlauben, die sind zu stark. Und was haben die für eine 40.000 Rekrutenreserve? Wir haben 0. Das ist Wahnsinn. Ich bewege mich erstmal eher ins Reich, in Richtung. Ja, zentrales Deutschland würde ich das mal so bezeichnen. Bündnis akzeptiert, okay. Das hier ist sehr, sehr interessant, diese Entwicklung. Also das ist ganz kurios, habe ich so noch nie erlebt. Und auch das wusste ich gar nicht, dass Danzig sich hier so abspalten kann in eine Art, ja, Konföderation oder was war das? Ich weiß es nicht. Verbündet, ja. Ganz, ganz komisch. Plus 1, 11.000. Also die sind auch nicht zu unterschätzen, der Deutsche Orden, immer noch nicht. Da muss man ein bisschen aufpassen. So, und wir sind da im Plus auch, das ist gut, 14.000. Und ich würde sagen, wir fahren hier alles wieder hoch und fangen an mit der Eroberung von Anhalt. Wie viel haben die? 0. Ja, Festungsstufe 1 in Lüneburg, dann würde ich das hier abspalten tatsächlich. Und das war's dann. Das heißt, ich werde hier den Krieg erklären. Köln. Nehmen wir mal mit rein. Ach, es geht, Leute. Das haben sie das jetzt gefixt oder gepatcht? Sobald ich das markiere, das war früher nicht der Fall. Dann aktualisiert sich hier. Das ist super. Ja, das ist super. Gute Eroberung von Celle ist hier. Und die haben hier natürlich auch lüneburgische adlige Rebellen. So, und ich werde den Krieg erklären. Zack. So, da sind wir drin. Wir marschieren rein, vernichten diese anhaltische Armee und spalten uns dann hier mit unserer Armee auf und erobern die beiden Nationen einfach. Das sollte dann absolut erledigt sein. Jawohl, da ist es schon soweit. Ich teile die Armee einfach mal auf, nehme die Armee mit dem General in die wichtigere Provinz. Ich gehe erstmal nach Lüneburg. Bauen noch nichts. Jetzt bauen sie was. Oh, die Reichsreform, warte mal. Ah, das ist was anderes, okay. Der Kaiser erhält Diplomaten 1. Reichsprovinzenunruhe minus 2, ist ja auch okay. Es ist an der Zeit, Italien aufzugeben, okay. Mit den 20 Reichsautorität. Ja, da sind dann ein paar raus, glaube ich. Ein paar Nationen aus dem Reich. Ja, oh, guckt euch das mal an. Das war alles Teil des Reiches. Die sind jetzt raus. Wow. Das ist interessant. So, Freunde, wir machen weiter hier mit unseren Eroberungen. Das läuft gut. Bin wirklich gespannt, wie es hier ausgeht. Plus, minus 0. Oh, nice. Super. Paul ist der Thronfolger. Ich werde aber mal gucken, dass wir den Friedrich der Zweite, Paul Friedrich werde ich ihn nennen. Friedrich der Dritte, Paul Friedrich. Der Erste, ja. 213. Gar nicht so verkehrt. Ja, ja, naja, durchschnittlich würde ich sagen, aber okay. Sehr schön, wir haben einen Thronfolger, Leute. Das ist ziemlich gut. Und hier sind gar keine Rebellen mehr, das ist auch interessant. Wird hier nicht was gebaut? Doch, hier. Warte mal. Unternehmer, Handelseffizienz 10%. Brandenburg hat Zelle besetzt. Sehr schön, jetzt werden wir das nochmal mit einnehmen. Unternehmer, Handelseffizienz. Das ist ja sehr schön. Ja, cool. So, das war hier kurz die Schlacht von Lüneburg. Die ist damit auch erledigt. Kriegssteuer ist, glaube ich, schon drauf. Vasallenkriegsbeute. Ah, okay, das kommt noch dazu. Aber wieso sehe ich immer die Kriegssteuer jetzt nicht aus und andere? Aber die ist immer mit drin. Ja, Kriegssteuer. Genau, wenn das Häkchen drin ist, dann brauchen wir gar nichts weitermachen. Ich werde auch bald, hoffentlich, mit den extra Einnahmen, die wir haben durch die Plünderungen, hoffentlich das letzte Darlehen tilgen können. So, und hier wandelt sich das jetzt so langsam. Danzig.
Danzig hat aber auch die 6000, hier 7000. Minus 35, wow. Gut, der Deutsche Orden, sobald er hier eine Provinz besetzt hat von Polen oder wem auch immer, hier oben auch, wird das für sie schwierig. Das bringt es aber auch in eine schwierige Situation, weil wir Danzig und Königsberg brauchen, um das Königreich Preußen zu gründen. Natürlich können wir das eh nicht machen vor der Reformation. Oh, was haben wir hier? Hussiten. Ah, es fängt hier schon an. Aber hat nichts mit der Reformation zu tun. Genau, katholisch. Orthodox. Orthodoxe Religion in katholischen Provinzen. Litauen. Exzellenter Minister. 15 Fortschritte der Region. 25 Prestige ist sehr gut. Ja, mache ich das. Verwaltung wichtig. Sehr schön. So, oh, Burgund ist tatsächlich noch im Kampf. Und das wird hier nicht gut ausgehen für die. Ja, also das wird auf jeden Fall nicht gut ausgehen. Damit ist Burgund, naja, ich denke mal wahrscheinlich am Ende, sie werden in so kleineren 2, 3, 4 Provinzen nicht lange überleben können. Belagerung von Anhalt, sehr schön. Ich werde die aber zurückbringen nach Berlin, weil sie sich dort, ja, aufladen können. Wieder Beute gibt es hier nicht mehr. Beute ist hier auch, ne, ein bisschen haben wir noch drin. 1,10 im nächsten Monat. Familienbande. In den letzten Tagen hatten wir einen unterhaltsamen Gast vom königlichen Hof in Sachsen, der Heimat der Kuhfürstin. Nach einer ganzen Woche der Jagd, des Schmauses und des Tratsches mit der Familie ist Katharines Cousine schließlich bereit, nach Dresden zurückzukehren. Sie versichert uns, dass sie eine wunderbare Zeit hatte und mit einer tiefen und dankbaren Verbeugung sagt sie, dass sie sicherstellen wird, jeden zu informieren, das stimmt, wie freundlich das große Kuhfürstentum von Brandenburg zu ihr gewesen ist und dass sie auch weiterhin ihre geliebte Cousine bleiben wird. Ja, ist schön. 10 diplomatische Macht. Sehr schön. Vielleicht ist es auch an der Zeit, Sachsen als Rivalen hier rauszunehmen. Goldenes Zeitalter. Achso, wir können im Krieg keinen entfernen. Beziehung verbessern. Wie sieht das aus? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Falls könnten wir tatsächlich... Aber ich brauche ja auch hier... Ah, da sind wir auch bald soweit. Moment, was ist das? Rebellenaufstand. Jahren. Oh. Mit 9000 Mann. Wolgastische Nationalisten. Hier ist Unruhe eine hohe. Weil wir natürlich auch die Autonomie verringert haben. Schwierig, warte mal kurz. Belagerung von Lüneburg. Es ist alles durch, Freunde. Beziehung verbessert. Ich werde die Armee erstmal jetzt sofort hochschicken. Und zwar, wo war das? Nach Wolgast und Rügen. Wolgast hier. Rügen dort. Beziehung verbessert. Wir haben mit unseren mecklenburgischen Nachbarn einen gemeinsamen Nenner gefunden, da wir beide dem katholischen Glauben folgen. Unsere Beziehungen haben sich verbessert und unsere beiden Nationen blicken nun als Einheit in die Zukunft. Und so eine Kleinigkeiten an Mini-Events, die gar nichts groß an, ja, tiefen Ebenen haben, sondern einfach nur ist Glaube gleich Mecklenburg oder eventuell Nachbar. Dann kommt so ein Event, das könnte man eben auch bei Imperatoren triggern und sowas. Ja, gibt es nicht wirklich. Das gibt es höchstens mit den Auswandern und Einwandern von Sklaven oder sowas oder Stammesmitgliedern. So. Ja, der Krieg, den können wir sofort auslösen. Ja. Wir machen beides. Alles erobern. Sehr schön. Und wollen natürlich ein bisschen Kohle haben. Um 30. Jawohl. Damit haben wir ein bisschen Geld für unsere Agenda der Stände. Forderungen senden. Nice. Haben wir. Was bauen kann ich? Ich muss erstmal Kernprovinz machen. Dann will ich erstmal das Darlehen tilgen. Das gibt uns eine ganze Menge an Geld. Dann lege ich das still.
Das ist das eine vor. Warte mal, wie viel haben wir? Eins, genau. Und jetzt muss man langsam auch überlegen, Freunde, ob wir nicht eine zweite Festung irgendwo bauen. Und Brandenburg wächst. Also wir sind ganz gut vertreten jetzt hier. Das sieht sehr, sehr gut aus. Braunschweig. Okay, kein gültiger Rivale mehr. Böhmen, Danzig. Danzig wäre interessant. Ja, Danzig müssten wir machen. Danzig. Polen, Ungarn bringt uns nicht viel. Böhmen. Danzig. 1,89, wow. Das gibt uns hier, warte mal, wir sind nämlich... Ja, Lüneburg und Celle sind hier auch im Lübecker Handelshafen. Das gibt uns eine ganze Menge an Power, was den Handel angeht. Sehr, sehr schön. So, wie sieht denn hier die Provinz jetzt aus? Unruhe 11. Das sollte ein bisschen... Oh, da ist einiges los. Sollte ein bisschen runtergehen. Mal gucken jetzt in diesem Monat. 100. Jetzt ist es ausgebrochen. Ein bedeutender Mann in unseren Diensten ist gestorben. Das war hier ein Berater. Braunschweig. Danzig. Wollte in Stralsund. Ah, okay. Da muss ich mit beiden sofort reagieren. Das ist besser. Lübeck hat sich einer Koalition gegen uns angeschlossen. Was? Wieso das denn? Ei. Und wer noch? Ich hoffe nicht mehr. Lübeck. 1, 2. Oh, das ist hier auch schlechter geworden. Unsere Beziehungen. Wahrscheinlich natürlich wegen den Eroberungen. Oh, und Magdeburg, Stettin. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Wer ist das der Nächste mit den Aufständen? Rügische. Gehen wir mal nach oben. Hier verlieren wir auch nichts. Ja. So ein bisschen Berater einstellen. Kostet natürlich alles wieder. Handelseffizienz. Spionagenetzwerkaufbau. Nee, 658 ist okay. Ich muss erstmal die Kosten senken, wie üblich. Wir sind hier wieder runtergegangen. Also wir können uns keinen nächsten Krieg im Moment erlauben. Braunschweig auch. Oh. Bourbonnais. Okay. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt. Also wir sind jetzt am Limit mehr. Wir müssen hier unsere Dings ein bisschen runterfahren. Guck mal, aggressive Expansion minus 60. Und Bayreuth. Also es ist langsam schon... So wird es noch gehen, aber schwierig. Kann man das hier erkennen, wer in der Koalition gegen uns ist? Koalitionen. Ja. Alles, was rot ist, ist eine gegen eine Koalition. Ist eine Koalition gegen uns. Also das wird langsam ein bisschen schwierig, aber ich denke, das kriegen wir hin. Wenn wir Gebäude bauen, kostet uns das einiges. 80, 80, 160. Ei, Hamburg und Dithmarschen ist auch bei Hamburg oben. Ja, müssen ein bisschen aufpassen jetzt. Müssen ein bisschen aufpassen jetzt. Machen wir mal Lübeck. Ein bisschen Beziehungen verbessern. Und Stettin Beziehung verbessern. Okay. Nur erobern können wir dann eben doch nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Sehr schön. Ja, gut erobert würde ich sagen. Ein kleiner Nebenkrieg. Anhalt gehört als auch zu uns. Wird alles gekort. Ja, das sieht hier sehr, sehr schlecht aus. Die haben eigentlich auch bald verloren. Keine Männer mehr, keine Mannstärke mehr. Naja, die haben noch ein bisschen Power. Aber sieht sehr schlecht aus. Ja. Hier tobt der Krieg tatsächlich echt noch. Also das ist ja Wahnsinn, wie lange das da geht. Aber die sind auch bald runter. Burgund. So, wie sieht's hier aus? Unruhen. 70%. 3,5 Jahren. Rügen. Ja gut, das muss ein bisschen runtergehen. 7,7. Bedehnung, neue Kanzlei, lokale Schiffsbauzeit, Nationalismus. Wann ist der Nationalismus hier raus?
Rügen, warte mal, Nationalismus, das war doch hier da. 1490, mhm. Naja, Nationalismus sehe ich jetzt hier nicht. Okay, 15 Dukaten. Das wäre auch interessant, wenn man wirklich Geld braucht. Ja, wir sind gar nicht schlecht aufgestellt mit dem Geld jetzt, dass die Armee schon voll in Bezahlung ist. Könnte man fast erhöhen hier, die Stabilität. Ah, wir sind natürlich hier noch im... Okay, da müssen wir ein bisschen gucken. Stabilität. Eigentlich wollte ich ja das machen. Aber Stabilität würde ich jetzt mal ausgeben. Frankreich. Sind die jetzt durch mit dem Kampf? Ja. Oh, nee, doch noch nicht, aber... Weitergekommen. Ach, ich dachte schon, ich habe gerade Schreck gekriegt, dass die da völlig isoliert sind und ausgebeutet wurden, Burgund. Aber das ist nicht ganz der Fall. 70%, es verringert sich alles. 4 Jahren. Naja, gut. Alles okay. Was ist hier mit der... Na, da müssen wir gucken, Unruhe. Wenn hier oben das ein bisschen runtergefahren ist und das gekernt ist, dann werde ich hier auch ein bisschen die Autonomie verringern. Mal gucken. Ja, schön. Also gibt uns in beiden Handelshäfen hier noch mehr Handelseinfluss. 1,92. Ziemlich gut. Das Ding ist stillgelegt, die eine Festung. Wir können die Stände also bald die Agenda dann auch beruhigen. Tatsächlich tobt der Krieg noch, weil der Livonische Orden noch nicht besetzt ist. Aber gleich ist es auf jeden Fall soweit. Ja, das ist mir auch Spionagenetzwerkaufbau brauche ich nicht. Das ist mir nicht wichtig genug. Ich möchte gerne hier noch die Dings haben. Ich mache mal auf 4 und werde hier Danzig mal, Moment. Danzig. Deutscher Orden haben wir. Polen auch. Gut. Lüneburg, Anhalt, Celle. Sehr schön. Jetzt können wir die hier auch zu starten machen. Einkommen wird alles nicht erhöht. Das verstehe ich nicht, warum das so schlecht ist. So, 80%. Oh, ist wieder... Ei, Köln. Köln hat Gelder in den Krieg erklärt. Das heißt, Köln ist im Kampf mit. Das ist Berg, Köln ist hier. Gelder in Bretagne und Frankfurt. Müsste man eigentlich auch machen. Freunde, wir machen aber hier eine Pause. Das werden wir noch annehmen. Okay, wir sind jetzt im Kampf. Ja, okay. Oh, das ist nicht viel. Und ich mache aber dann in der nächsten Folge auf jeden Fall erstmal weiter. Ja, wir wollen hier ein bisschen, ja, unsere, ja, Infrastruktur stärken, Agenda. Ich werde jetzt auch hier bleiben und nur meine Gebiete verteidigen in dem nächsten Krieg. Ja, so geht's weiter. Wir sind quasi von Krieg gepeinigt, aber so ist es eben. Gut, Freunde, dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Haut rein. Ciao. The faithful are sheep that lack a shepherd.